Herzlich willkommen zu einem neuen Hotelvideo. Hallo aus Holland. Genau, wir stehen gerade in Velp, vor einem ABC-Restaurant Velp. Und wir checken nachher ins Great Hotel. Osterhaut, ob das so ausgesprochen wird, fragt genau, mich nicht. Genau, das checken wir nachher ein, denn für uns geht es morgen ins Efteling. Und genau, das ist das erste Mal, dass wir mal ein anderes Great Hotel besuchen. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das sehr ähnlich, sehr gleich ist. Aber wir wollten euch trotzdem einfach mal mitnehmen. Ganz genau. Ladepunkte gibt es direkt vom Hotel, zeigen wir euch gleich. Und eine Nacht kostet 101 Euro. Über booking.com. Ganz genau. Hashtag unbezahlte Werbung. Ja, finde ich ganz okay. Also für 19 Minuten zum Efteling auf jeden Fall eine Alternative zu Hotel de Kron, wo wir schlechte Erfahrungen hatten. Und dementsprechend zeigen wir euch jetzt ein bisschen vom Great Hotel. Und unterm Bett ist was ganz Besonderes. Habe ich schon gehört, habe ich schon gelesen. So, wenn ihr am Great 8 angekommen seid, natürlich Ladesäulen, eigenes Kabel. Und dann könnt ihr eigentlich direkt euer Auto hier laden, ohne Probleme. Und es ist ein bisschen größer als in Sevenum. Kann uns das mal angucken. Mareike schon am Kofferraum. Hier ist das Great Hotel. Direkt daneben ist wieder La Place und Kentucky Fried Chicken. Und genau gegenüber ist ein McDonald's. Parkplatz ist richtig groß und hier gibt es auch für einen Tesla, schöne Grüße an Alex und Pete, für einen Tesla auch Ladesäulen direkt. Ja, wollen wir mal reingehen. Rein, ich muss euch erst zeigen, was unser Bett ist. Ah, du gehst schwer auf, komm mit. Ganz besonders, guck mal. War schön, oder? Ich zeige euch jetzt das Zimmer. Also es ist genau gleich aufgebaut wie die anderen Great Hotels. Man hat ein schönes, großes Bett. Oh, die Matratzen sind sehr weich, das finde ich sehr gut. Wir sind in der ersten Etage. Blick schön. Auf eine Kreuzung, sagst du? Mal gucken, wie... Geh mal weg. Man kann die Fenster nicht öffnen, nur Kipp machen. Aha. Warum? Wir sind im Erdgeschoss, da kann ich mich nicht runterschmeißen. Ja, hier ist wieder ein Tisch, wo wir das erste Mal im Great Hotel geschlafen haben, haben wir ein Erfrischungsgetränk gekriegt. Das war voll lecker, ich erinnere mich. Ja, dann haben wir also genau das gleiche. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Hier, Kaffee, Tee. Gibt ja auch Leute, die das andere Video noch nicht gesehen haben. Ein Safe, ein extra, ja wahrscheinlich Kissen. Tee. Wow, die haben diesmal wirklich nur zwei Kissen. Mit Licht. Das Licht geht nur, wenn man wedelt an. Willst du nochmal? Ja, ich will nochmal die Toilette in voller Pracht filmen. Was?
Mit einlagigem Toilettenpapier. Zwei Golddublonen, der fliegende Holländer. Du verstehst das nicht, ne? Nein. Das ist von SpongeBob. Okay. SpongeBob. Chris ist zu alt, um das zu verstehen. Ja. Ja, genau, dann hat man hier schön ein Waschbecken mit Handtüchern. Ich wurde nach einem Hairdryer gefragt. Ich habe selber ein Glätteisen und eine Föhnbürste mitgebracht. Man hat hier noch Taschentücher. Amenities hat man hier auch ein paar. Wieder Bodylotion, Haar- und Bodywash und Shampoo. Und eine Seife, zwei Becher und man hat hier wieder eine Dusche. Und am besten geht man hier nur als Pärchen rein. Weil es frisch geputzt. Ja, also gewohnter Standard auch in Osterhaut. Ja. Ja. Wo fühlst du dich, weil ich mir gerne? Late Checkout kostet? 20 Euro. Frühstück kostet im Laplace? Weiß ich nicht. 11,95 Euro pro Person. Ja, und das Laplace ist wieder hier, da man kann direkt durchgehen. Genau. Wie ich Mareike kenne, holt die sich nachher noch einen Schokoriegel. Oh, ich kann ja was holen. Ich weiß gar nicht, wie lange das aufhat. Bestimmt bis 9. Bist ja hier direkt an der Autobahn. Ja, und dann kannst du auch eigentlich schon die Abmoderation machen. Ciao. Viel Spaß beim Video gesehen haben. Ist ja schon vorbei. Was noch anders ist, ihr habt hier keine QR-Codes auf Papier, sondern richtige Roomkarten. Also ganz normale Zimmerkarten, keine Papier-QR-Codes. Obwohl die Vorrichtung an der Tür extra dafür gebaut ist, hat das wohl hier nicht so gut geklappt.